Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage-Tower-Guide präsentieren. Heute soll es um den Blutika gehen und da wollen wir jetzt einmal reingucken, wie ich das Ganze gespielt habe, beziehungsweise vielleicht kann ich dem einen oder anderen ein paar Tipps geben. Also als erstes wollen wir uns einmal anschauen, mit was für einer Skillung ich gespielt habe, was für Gear, Consumables, Verzauberung, Sockel und so weiter. Danach schauen wir uns den Fight an, dann werde ich euch so ein bisschen die Fähigkeiten erklären, beziehungsweise so die grobe Taktik. Ich würde sagen, wir fangen einmal jetzt mit der Skillung an. Ich habe gespielt einmal mit dem Bluttrinker, das ist eine Range-Fähigkeit, wo man sich ein bisschen heilen kann, ist ganz praktisch, vor allem in der ersten Phase vom Kampf. Dann habe ich gespielt mit Hämostase, dann habe ich gespielt mit Übles Bollwerk, dann Wille der Nekropole, dann Umklammerung der Toten, dann mit Gierig und mit dem Knochensturm. Alternativ kann man hier auch mit dem Fegefeuer spielen. Da hat man so ein bisschen den Vorteil, dass man dementsprechend nochmal einen Free-Death hat. Ist in der letzten Phase von Vorteil, da macht der Boss nämlich einen relativ hohen Hit, der mit jedem von diesen Hits quasi mehr Schaden macht. Und wenn man dann einen Free-Death hat, kann man einen Hit mehr aushalten und überlebt halt quasi ein bisschen länger. Falls man ein bisschen Damage-Probleme hat, ist das eine Möglichkeit. Der Knochensturm macht halt ganz gut AE-Schaden und heilt einen. Deswegen ist das für die erste Phase, beziehungsweise auch zum Teil für die zweite Phase, eine schöne Sache. Da müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr quasi besser findet von den ganzen PvP-Talenten. Können wir ignorieren, die brauchen wir nicht. Übrigens, der Mage Tower ist jetzt immer aktiv, also wir können jederzeit zum Mage Tower gehen. Wichtig für die Leute, die noch kein Mage Tower gespielt haben, der Mage Tower ist quasi einmal in Legion und dann müsst ihr hier runterfliegen, die verheerte Küste, und dort könnt ihr dann hier am Magierturm anmelden. Je nachdem, welchen Spec ihr seid, könnt ihr dann halt dementsprechend direkt hier anmelden und kommt dann in die Challenge für euren Spec rein. Für das Ganze gibt es dann ein T-Mox-Set, wenn ihr das abgeschlossen habt, beziehungsweise wenn ihr alle 7 Challenges einmal abgeschlossen habt, dann gibt es einmal dieses schicke Buchmount, und wenn ihr dann alle 36 Challenges abgeschlossen habt, gibt es dann nochmal eine zusätzliche Heldentat. Da bin ich gerade dran, ich bin jetzt mittlerweile bei 25 Challenges, aber das ist ein bisschen ein weiterer Weg. Gut, als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal das Gear an. Ich habe mir, wie bei den anderen Challenges, einfach um so ein bisschen das Maximal rauszuholen, ein spezielles Gear gecraftet, und zwar schimpft sich das Hergestelltes und dann halt immer wie die Sachen heißen, Schreckens, Plattenstulpen des schrecklichen Gladiators. Das ist quasi lauter Plattengear, das kann ein Schmied herstellen aus Mist of Pandaria, und das kann man, das glaube ich ursprünglich Item Level 35, und dann gibt es ja immer diese Upgrade-Items, wo man die Sachen dann auf 48 oder 52 upgraden kann. Ich würde euch empfehlen, falls ihr euch das Gear holen wollt, craftet euch das selber auf Stufe 48 oder kauft es einfach im Auktionshaus, da sind die Sachen auch drin. Warum wollen wir dieses Gear haben? Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstmal haben die Sachen halt Sockel drauf, und im Mage Tower ist im Time Walker, haben wir ein Time Walker Scaling, heißt euer Max-Level-Gear wird runterskaliert auf Item Level 50. Und dementsprechend habt ihr dann auch die Stats von 50. Wenn ihr natürlich Items habt mit Sockel drauf, habt ihr mehr Stats. Es ist jetzt nicht so, dass euch das komplett durchcarryt, aber es hilft ein bisschen. Vielleicht macht es 5-10% aus, was ihr dann vielleicht mehr Schaden macht. Und das vielleicht sind es auch 15%, je nachdem, was ihr alles benutzt. Kann das schon einen Ticken ausmachen, und das entscheidet vielleicht zwischen einem Kill und keinem Kill. Also das ist so ein kleiner Booster. Es spielt denn die Challenge leider nicht für euch. Und ihr könnt das Ganze auch ohne irgendwelches spezielles Gear machen. Ich habe mir bloß Gear gecraftet, weil ich keine 36 Chars quasi perfekt spiele, und das hilft dann so ein bisschen tatsächlich. Gut, also ich habe mir dieses hergestellte Gear hergeholt. Ihr seht, das hat überall einmal diese Sockel-Slots drauf. Warum nehme ich nicht das 52er Gear? Wäre ja theoretisch sinniger, weil das Gear wird runterskaliert auf 50, aber nicht das lowere Gear hoch. Also sprich, habe ich 2 Item-Levels wenig und verliere ein paar Stats. Das Schöne ist, wenn wir Items haben, die Stufe 50 sind oder geringer, können wir die alten VZs drauf machen. Die neuen VZs sind ja nur an ein paar Slots. Die alten VZs aus allen möglichen alten Expansions können wir dann drauf machen, wenn die Items unter 50 sind. Da wir nicht genau 50 craften können, sondern nur 48, nehmen wir das 48, so können wir Sockel reinhauen plus Verzauberung. Seht ihr, ich habe jetzt zum Beispiel hier auf den Handschuhen auch nochmal 8 Stärke drauf und einen epischen 3 Stärke-Sockel. Ganz wichtig, nehmt die epischen Sockel, die werden nämlich auch runterskaliert. Nehmt ihr jetzt zum Beispiel einen aktuellen Sockel, einen 16-Versa-Sockel, wird der extrem weit runterskaliert. Habt ihr einen epischen Sockel, ist der immer vom Runterscaling noch höher als ein blauer Sockel. Ne? Das geht einfach nach der Wertigkeit. Heißt, ich habe jetzt hier mich für Stärke entschieden, weil Stärke quasi King ist Mainstat. Dann auf dem Gürtel habe ich nochmal so eine Gürtelschnalle drauf gemacht. Da ist eigentlich nur ein Sockel drin. Dann kann man nochmal einen zweiten drauf machen. Das ist, glaube ich, so eine eisige Gürtelschnalle oder so heißt die.
Dann auf der Hose habe ich nochmal 6 Stärke und 3 Crit zusätzlich drauf verzaubert. Das ist dann aus einer älteren Expansion quasi nochmal eine Verzauberung. Dann haben wir 4 Angriffskraft auf die Schuhe nochmal extra drauf verzaubert. Ringe habe ich, wie ihr seht, aus Shadowlands, die beiden. Und da habe ich dann auch spezielle Sockel reingemacht, und zwar Leviat Auge der Stärke. Das sind halt dann epischer mit 7 Stärke, der wird, glaube ich, auch nicht runterskaliert. Und dann habe ich hier auf dem zweiten nochmal Krakenauge der Stärke draufgehauen. Der wird, glaube ich, auch nicht runterskaliert, soweit ich das weiß. Dementsprechend kann man die aber nur einmal reinmachen, weil es so spezielle prismatische sind. Und dann habe ich hier Crit verzaubert. Crit ist anscheinend beim Blutdekar nach Stärke der beste Stat. Was habe ich für Trinkets? Ich habe einmal Gronzahn Kriegshorn. Das ist einfach ein Item, was relativ viele Stats drauf hat, mit Stärke prockt und noch einen Sonderdefekt drauf hat, dass man 10% Schaden mehr gegen Dämonen macht. Wir kämpfen gegen 2 Dämonen, deswegen macht das Sinn. Das ist ein Erbstück-Trinket, das ist damals zu, lasst mich nicht lügen, Warlords of Draenor gab für eine kurze Zeit, ist mittlerweile nicht mehr erhältlich. Wenn ihr das nicht habt, ist nicht tragisch. Nehmt irgendein gutes, aktuelles Trinket, was euch ein bisschen Stärke bringt, ein paar Stats bringt, vollkommen egal. Es ist ein kleiner, ne, wenn ihr das habt, ist es gut, wenn ihr es nicht habt, ist nicht schlimm. Was ihr euch aber holen solltet, ist die verheerte Samenkapsel. Die gibt es einmal aus einem Raid hier in Legion, und zwar ist das Emerald Nightmare, und der ist hier einmal in Valshara, das ist quasi hier der Eingang, das droppt vom ersten Boss, und ihr könnt dann reingehen im NHC, im HC, im Mythic und über den LFR in Dalaran und euch das Teil einfach holen. Droppt eigentlich relativ gut. Zusätzlich könnt ihr in Dalaran da oben noch einen Bonus-Droll mitnehmen und da auch noch Bonus-Drollen. Die Samenkapsel hilft euch extrem, würde ich empfehlen mitzunehmen. Was macht die? Wir aktivieren die. Es kommt ein Feld. In dem Feld kriegen alle Gegner Schaden, und zwar ziemlich viel Schaden tatsächlich. Das ist vom Scaling relativ gut, und ihr habt Lifesteal, also ihr heilt euch da noch gut gegen und macht einen Haufen AE-Schaden. Ist in der Challenge super. Würde ich empfehlen, das Trinket zu holen. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Dann habe ich einfach als Waffe eine Erbstückwaffe. Ihr könnt irgendeine nehmen, ist scheißegal. Ich wollte ursprünglich Kreuzfahrer auf die Waffe drauf machen, weil das mal sehr, sehr gut skaliert hat. Und deswegen eine Erbstückwaffe, dann hat man die zu einem Low-Twink geschickt, konnte Kreuzfahrer drauf machen, dann war die Waffe dann low gescaled, war, konnte auf Max-Level-Charge schicken und hatte trotzdem Kreuzfahrer drauf, ne? Deswegen die Erbstückwaffe. Das Problem ist, Blizzard hat irgendwie Kreuzfahrer genervt, und das heilt jetzt bei weitem nicht mehr so viel wie im Mage-Tower, wie es davor war, und deswegen ist es useless. Was ich anstatt dessen gemacht, ich habe jetzt quasi die Rune des gefallenen Kreuzfahrers draufgehauen, macht was ähnliches wie Kreuzfahrer, ist quasi eine DK-Runen-Verzauberung. Also müsst ihr zu dieser Nekropole da hochfliegen, die irgendwo da hinten ist. Und, keine Ahnung, irgendwo da hinten ist die Nekropole. Ah, da seht ihr, das ist sie. Und da könnt ihr diese Runen-Verzauberung als DK drauf machen. Dann habe ich einfach irgendwelche Handgelenke, ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Ah, die habe ich hier geschaffelt auf der Insel. Und zwar gibt es bei dem Händler hier, kann man sich da alle möglichen Items holen. Die sind dann auch genau Item Level 50 über diese Nethersplitter, falls ihr da noch welche rumliegen hattet. Und da habe ich mir einfach so lange gegambelt, bis ich ein Sockel-Item habe. Es gibt nämlich kein hergestelltes Item mit einem Sockel. Da habe ich hier nochmal einen Sockel rausgeholt, habe da mal 7 Crit reingehauen. Das ist ein epischer Sockel. Und dann habe ich noch 5 Stärke drauf verzaubern, weil, wie gesagt, das Ding hat Item Level 50, und dann können wir dann die alten Fortsets drauf machen. Hier wieder hergestelltes Item, 30 Primärwerte habe ich drauf verzaubert, Stärke-Sockel rein. Dann habe ich irgendeinen 50er Rücken genommen, da hatte ich leider keinen mit Sockel, 6 Primärwerte drauf. Dann habe ich hier wieder ein hergestelltes Item, Stärke-Sockel drauf plus Stärke- und Crit-Fortset. Das Herz von Azeroth habe ich hier angezogen. Die Effekte von dem Ding funktionieren natürlich nicht, ne? Also alle möglichen Effekte sind deaktiviert, die Covenant-Fähigkeiten sind deaktiviert, die Conduit-Fähigkeiten sind deaktiviert, Herz von Azeroth ist deaktiviert, alles mögliche. Ich habe das nur an, weil es halt 3 Sekundär-Stats hat, ne? Das ist, hat halt mehr insgesamt Stats als normaler Hals. Wenn ihr es nicht habt, ist auch nicht wild, zieht irgendeinen anderen Hals an, vollkommen egal. Und dann habe ich noch einen Kopf an hier, auch wieder einen hergestellten mit einem Metasockel drauf. Das ist einfach 3 Stärke plus 3% insgesamt mehr Crit. Und damit sind wir eigentlich mit dem Gear durch. Ihr seht, der Set-Bonus funktioniert natürlich auch nicht. Übrigens auch Legendary-Gegenstände funktionieren nicht, deswegen habe ich die hier auch tatsächlich nicht an. Gut, soweit jetzt wegen dem Gear und wegen den Fortsets und den...
den Sockeln. Falls euch das interessiert, wie die Sachen alle genau heißen, falls ihr die nicht findet, ich werde euch den WoW-Head-Link noch einmal verlinken, da ist das nochmal alles schriftlich drin, dann könnt ihr euch das rausholen. Aber wie gesagt, man braucht das alles nicht, man kann die Challenge auch easy mit normalen Max-Level-Gear einfach runterspielen. Es hilft halt ein Ticken, wenn ihr also auf sowas zurückgreifen wollt. Dann kommen wir als nächstes zu den Consumables. Ich habe mir geholt, selbstverständlich, Trank der ungezügelten Wut. Der ist eigentlich am besten, gibt ein bisschen extra Schaden, hält eine Minute, ist ein Top-Ding. Dann habe ich einmal Trommeln der Wut. Ihr könnt irgendwelche Trommeln nehmen. Ihr werdet eher 50 runterskaliert und könnt alle Trommeln benutzen, die es gibt. Nehmt einfach die günstigsten. Dann habe ich benutzt hier verdunkelte Wettstein. Ehrlich gesagt war das, glaube ich, falsch. Ich hätte was anderes benutzen sollen. Und zwar habe ich gelesen, dass das Schattenkernöl besser ist. Es gibt auch noch ein Öl, was euch heilt. Das kann man auch überlegen, wenn man zu viel Schaden kriegt, dass man das Heilöl nimmt. Aber anscheinend damage-technisch soll das Schattenkernöl am besten sein. Ich habe halt den Wettstein genommen. Könnt ihr auch machen. Bleibt sich eigentlich. Also ist nicht viel um. Dann Flas habe ich genommen. Großes Fläschchen des Tiefensogs. Das bringt euch mehr Stats. Also ihr könnt auch ein aktuelles Fläschchen nehmen. Wenn ihr da drin seid. Vom Scaling ist halt ein bisschen komisch, manche Sachen scalen tiefer runter, manche Sachen sind besser vom Scaling. Das skaliert halt am besten, wenn ihr das Maximale rausholen wollt. Wenn ihr das aktuelle Flask rumliegen habt, nehmt ihr die, dann habt ihr halt ein paar Stats weniger. Ist nicht dramatisch. Dann habe ich das aktuelle Versafood genommen. Ehrlich gesagt, das war eigentlich nicht so clever. Das Beste wäre ein Mainstat-Food gewesen. Es gibt da einmal das Festmahl, könnte man nehmen, ist halt relativ teuer. Oder ihr nehmt diese Blutwurst aus BFA, die man als Koch basteln kann, aus diesen Blutzellen aus Uldir. Das wäre noch eine gute Alternative gewesen. Oder halt ein Crit-Food. Ich habe halt hier Versa-Food genommen, weil ich es irgendwie rumliegen hatte. Dann habe ich noch eine Verstärkungsrune benutzt. Und dann sind wir eigentlich soweit mit den Consumables durch. Ein kleiner Tipp kann ich euch bei der Challenge noch geben. Nehmt einen Goblin-Gleiter mit. Warum? Wir sind auf einer Plattform, es gibt einen Haufen Scheiße, die euch von der Plattform kicken. Wenn ihr von der Plattform gekickt seid, ist das Ding rum. Wenn ihr schnell genug seid, deswegen würde ich euch auch empfehlen, das Ding zu binden, den Goblin-Gleiter zieht, könnt ihr wieder zurück auf die Plattform fliegen und dann ist das Ding halt nicht rum. Es gibt nichts Ärgerliches, wenn der Boss bei 2-3% ist, ihr fokussiert seid, ihr werdet von der Plattform gekickt und dann ist die Sache rum. Das ist ärgerlich, könnte sein, dass mir das ein oder andere Mal passiert ist, deswegen nehmt einen Goblin-Gleiter mit. Achso, eins habe ich noch vergessen. Ich habe natürlich auch einen Heiltrank genommen. Hier gibt es verschiedene. Absyrischer Heiltrank skaliert relativ gut. Da kriegt ihr relativ viel Life. Also da ist teilweise so, dass der eine Heiltrank euch in dem Ding hier 4000 Life dann bringt. Einer bringt euch 500 Leben. Also das ist komplett komisch, dass teilweise der aktuelle euch relativ wenig bringt und die älteren Tränke euch ziemlich viel bringen. Also deswegen, absyrischer Heiltrank ist einer, der am meisten bringt, ist glaube ich der zweitbeste. Der im besten weiß ich jetzt nicht mehr, wie er genau hieß, aber der war extrem selten, den findest du nie im AH, deswegen habe ich quasi auf den hier zurückgegriffen. Gut, dann sind wir jetzt eigentlich mit dem Vorgeplänkel durch. Gearbter, Sockel, Verzauberung, Skillung und Consumables sind wir durch. Dann schauen wir einmal in die Challenge rein. Ich würde sagen, ich mute mal hier, weil ich das nebenbei gestreamt habe und dann halt immer ein bisschen reingequatscht habe. Das muss nicht sein. Gut, also wir gehen hier einmal ran. Wichtig, haut euch immer die Sachen drauf, ne, immer Barfood essen, Rune rein, schauen, dass die Flask drauf ist. Und dann ist es so, dass wir hier zwei Bosse haben. Am Anfang kämpfen wir gegen den Caster-Boss und sobald wir den Caster-Boss besiegt haben, kämpfen wir gegen den Mili-Boss, also diesen Hochlord Krul. Wichtig ist, der Hochlord Krul hat nicht volles Life, ihr seht, der hat nur 33%. Wir müssen also nicht alles runterklopfen. Wir sind halt runterscaled und deswegen ist es doch einiges an Leben, was er hier raushaut. Als allererstes Ghoul beschwören und dann seht ihr schon, dass dieser Custom Mob so eine Voidfläche um sich rum hat. Wenn ihr da reinlauft, kriegt ihr hier seitlich einen Debuff. Dieser Debuff macht keinen Schaden, sondern der tut euer prozentuales Leben verringern um 10% pro Stack. Ihr kriegt jede Sekunde, wenn er da drin steht, einen Stack. Heißt, ihr habt immer prozentual mehr weniger Leben. Ihr könnt da 4, 5, 6 Stacks, wird schon kritisch, hoch stacken. Dann solltet ihr rausgehen, draußen bleiben, bis es abgestackt ist und dann wieder reinlaufen. Ne? Also so funktioniert die Geschichte. So, die zweite Fähigkeit, die wir haben, die wichtig ist, habt ihr gerade gesehen, der Boss castet zwei Sachen. Einmal castet er einfach so einen Schattenspell. Der macht einfach Schaden. Wenn ihr natürlich einen Haufen Stacks habt und wenig Leben prozentual habt, dann haut ihr halt rein. Deswegen solltet ihr nicht zu weit runterhauen. Und den zweiten Spell, der ganz, ganz wichtig ist, ist ein Life-Lead-Spell. Und dieser Life-Lead-Spell muss interrupted werden. Sonst saugt ihr euer Leben ab. Das macht erstmal relativ gut Damage und er hält sich prozentual hoch und dann ist ziemlich schnell Feierabend. Also das muss interrupted werden. Das ist das Wichtigste hier im Fight. Das nächste, was wir noch haben,
sind mehrere Ads. Ihr habt gerade gesehen, wir hatten diese Augen und diese Augen strahlen euch einfach an und machen keinen Schaden. Das ist alles easy. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ihr sie nicht anschaut, werden sie ihren Strahl durchchanneln, kicken sie euch nach hinten weg. Also ihr müsst diese Augen angucken. Ihr müsst sie nicht die ganze Zeit angucken, sondern wenn der Cast quasi so halb durch ist, dann kicken sie euch nach hinten weg. Ihr könnt die, wenn ihr hier in diese Orbs reinlauft, auch interrupten, ne, falls ihr da jetzt nicht hinkommt und die angucken könnt. Vor allem, wenn mehrere auf verschiedenen Seiten sind, wird es tricky. Es ist so, dass ihr die nur mit zwei Spells bekämpfen könnt. Und zwar kriegen die nur Magic-Schaden und ihr könnt die nicht mit Melee-Schaden umhauen. Also ihr könnt die einmal angreifen hier mit Hand des Todes, also einfach mit dem Dot können wir einmal draufhauen. Und wir können sie mit Siegen im Blut relativ gut runterhauen. Also die zwei Fähigkeiten solltet ihr euch dafür ein bisschen reservieren und ein bisschen gucken, dass ihr die weghaut. Die solltet ihr auch priorisieren. Es ist nichts Ätzenderes, als wenn ihr auf gegenüberliegenden Seiten Augen habt, beide theoretisch anschauen müsstet und die nicht mehr anschauen könnt. Das wird tricky. Macht die Augen lieber früher als später, sonst kriegt ihr irgendwann den Struggle, dass ihr nicht mehr hinterherkommt und das Ganze überläuft euch. Ne? Also das schon mal zum einen. Dann haben wir noch ein paar mehr Ads, die hier kommen. Und zwar habt ihr diese Höllenbestien gesehen. Diese Höllenbestien, die spawnen. Alle paar Sekunden kommt eine dazu oder alle ein, zwei Minuten, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Rhythmus. Und die machen hier diese Fläche. Da, wenn ihr da drin steht, kriegt ihr Schaden. Ist jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt, aber das ist auch wie das mit den Augen, ein Knockback und die fliegt einfach weg. Umso weiter vorne ihr in dem Flächending steht, umso weiter werdet ihr gekickt. Wenn ihr ganz nah dran steht und dich kickt, fliegt ihr hochkant hier raus und dementsprechend fliegt ihr runter und dann war's das. Wenn ihr schnell genug euren Goblin-Gleiter drückt, dann läuft's gut. Wenn ihr zu lang braucht, dann habt ihr ein Problem. Ne? Also da müsst ihr echt ein bisschen gucken. Ihr seht, ich laufe dann immer zu den Augen hin, hau den Dot drauf, manchmal auch den AE, dass die drauf gehen. Ihr müsst übrigens diese Höllenbestien nicht töten, die verlieren nach und nach immer Leben. Also die töten sich quasi selber, sind aber nervig. Wenn ihr ein bisschen mit drauf AEt, dann sterben die halt schneller und ihr müsst halt euch um die nicht kümmern. Die letzten Ads, die wir haben, sind diese Netherschrecken. Und zwar kommen die immer aus diesen Portalen raus. Das ist, glaube ich, alle 3 Sekunden oder so in etwa. Und hier ist es so, dass ihr quasi diese Netherschrecken kommen, melien euch erst und dann fangen sie einen Cast an. Wenn sie diesen Cast anfangen, dann casten sie einmal erstmal den Cast, 1-2 Sekunden und danach kommt ein Channel. Der Cast an sich macht noch keinen Damage, der Channel, wenn sie den Channel, machen sich um sich herum extrem viel Magieschaden. Das ratzt euch ziemlich schnell. Also den Channel, wenn der durchkommt, dann ist Feierabend. Deswegen solltet ihr die alle zusammenkriegen, schnell umhauen und am besten, wenn sie den Channel ansetzen, irgendwie interrupten. Wenn ihr in diese Kugeln reinlauft, werdet ihr erstmal geheilt und alle Gegner hier im kompletten Dings werden einmal unterbrochen, sind kurz desorientiert. Deswegen könnt ihr die Geister immer mit diesen Kugeln spielen, da könnt ihr euch A hochheilen und B alles interrupten. Ihr könnt auch den Healcast interrupten und auch diese ganzen Höllenbestien, wie ihr seht. Und haut auch diese Netherschrecken. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich die Netherschrecken kommen und ich mir zwei Sachen aufgehoben habe. Und zwar, warte mal, stoppen wir das hier mal ganz schnell. Ich habe so gemacht, dass ich mir einmal mein Trinket aufgespart habe. Das macht ja eh Schaden. Und hier den Knochensturm. Ne? Beides heilt mich und macht da eh Schaden. Bin dann zum Boss gelaufen. Habe mich selber ein bisschen geheilt, denn die haben natürlich auch ein Aggro-Verhalten. Heißt, wenn ihr euch selber nicht heilt, dann rennen die zu Velen. Wir haben nämlich hier noch einen NPC, und zwar Velen, der heilt uns selber ein bisschen, macht ein bisschen auf Boss-Schaden. Wenn ihr euch selber nicht hochheilt, dann rennen die Typen zu Velen und verdreschen den. Wenn der Typ tot ist, ist Feierabend. Ne? Wenn der Typ stirbt, egal ob ihr 100% Life habt, dann ist die Challenge gefailed. Also ihr müsst diesen Typen halt auch beschützen. Normalerweise habt ihr von ihm Aggro, die Höllenbestien laufen auch bei euch rum, bloß die Netherschrecken spawnen. Laufen, wenn ihr euch selber nicht heilt, zu wählen. Manchmal heilt man sich auch und die laufen trotzdem zu wählen. Keine Ahnung, vielleicht heilt er mehr, I don't know. Deswegen muss man immer ein bisschen gucken. Ne? Aber ich habe es oft so gemacht, dass ich quasi rausgelaufen bin. Dann, wenn diese Netherschrecken kommen, zu wählen, ziehe ich hier, seht ihr, das Trinket und hau die relativ schnell um. Das macht sehr, sehr viel AE-Schaden. Dann kann ich nämlich auf den Boss den AE-Schaden kriegen und zusätzlich noch auf diese Netherschrecken. Also jedes... Also das erste Mal mache ich immer das Trinket, laufe zum Boss hin, muss halt schauen, dass ich davor abgesteckt habe und AE die quasi weg. Und beim zweiten Mal benutze ich immer eine Orb. Das Schöne ist nämlich, diese Orbs könnt ihr euch sparen für die zweite Phase
um dann euch hochzuhalten und den Boss zu interrupten. Es spawnen quasi alle paar Sekunden ein neuer Orb. Das Problem ist, ihr könnt euch nicht endlos sparen. Ihr müsst euch ein bisschen merken, welches erstes gespawnt ist. Wenn nämlich, glaube ich, mehr als drei da sind, dann despawnen die erste wieder. Ne? Also ihr könnt die nicht ewig stacken, aber ihr könnt zumindest eins vor versuchen oder auch drei mit in die zweite Phase zu ziehen. Und da sind wir jetzt gerade, und zwar hier bei Hochlord Krul. Wenn ihr den ersten Boss besiegt habt, kommt der runter. Und hier wird es jetzt relevant. Ihr seht hier diese lila Strahlen, die kommen auf verschiedenen Ebenen. Wenn ihr da rankommt, machen die Schaden, die ziehen euch auch mit. Da kann man drüber springen. Komischerweise, mit meinem Gnomen habe ich mir ein bisschen schwerer getan als bei meinen anderen Tankklassen. Irgendwie bin ich noch nicht vernünftig rübergekommen. Teilweise haben sie mich mitgezogen. Ist ein bisschen nervig. Machen nicht viel Schaden, aber ziehen euch von den Mobs weg und dann kann es blöd laufen tatsächlich. So, wir gucken uns zu zweit den Fight an. Ihr seht, der Typ macht einfach ganz normal Melee-Damage, nichts Besonderes. Und es gibt eigentlich nur zwei Casts, die relevant sind. Das Vernichten macht Schaden, ganz wichtig. Und zwar gibt es euch einen Debuff. Ihr kriegt prozentual immer mehr Schaden von dem Vernichten. Heißt, ihr solltet bei jedem Vernichten eure Active Mitigation ziehen. Ne? Active Mitigation heißt beim DK Marktzerfetzer, genau. Das solltet ihr abhaben. Und wenn ihr dann ein paar mehr Stacks habt, solltet ihr gucken, dass ihr Dev-CDs zieht. Und da wird es nämlich, das ist quasi der Soft-Enrage, irgendwann one-shottet euch das Ding. Das macht extrem viel Schaden. Wenn ihr dann kein Dev-CD habt, seid ihr einfach tot. Ne? Deswegen müsst ihr da ein bisschen gucken. Ich habe übrigens sowohl, jetzt gucken wir nochmal ein bisschen zurück, sowohl mein Pot als auch HT, ne? Also meine Trommeln, spare ich für Hochlord Krul ein. Die erste Phase mit dem Caster-Boss ist quasi nur vorgeplänkelt. Also der Typ kommt runter, Pot rein, und dann die Trommeln rein und dann geht die Wille-Lütze ab. Dann können wir auf ihm durchziehen. So, wir gucken uns das nochmal an. Der Typ kommt quasi runter, dann wird voll reingedpst, hier die Dinger überspringen, das Ding kommt, Active Mitigation an und jetzt kommt hier ein Cast, den müsst ihr interrupten. Was macht dieser Cast? Dieser Cast ist quasi ein Buff, den er sich selber gibt und wenn er sich den selber drauf bufft, dann macht er mit jedem Schlag, heilt er sich um 5% live. Wenn das Ding durchkommt, runterspringen, Feierabend. Ihr seht, der hat ja irgendwie 33% am Anfang. Wenn er das Ding drauf hat, mit jedem Schlag sich um 5% heilt, das war's dann einfach. Das könnt ihr vergessen. Ne? Das könnt ihr nie und nimmer mehr schaffen. Also das Ding, ihr müsst es interrupten. Das ist das Allerwichtigste in dem Fight. Also wenn das durchkommt, ist Feierabend. Ne? Genau. Viel mehr macht der Typ eigentlich auch nicht. Ne? Ich glaube, eine so eine Void-Fläche legt er noch, aber wirklich mehr kommt eigentlich nicht. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr den Dingern ausweicht und diese Nether-Typen versucht wegzumachen. Deswegen habe ich mir auch die Orbs aufgehoben. Seht ihr, ich versuche hier drüber zu springen, es hängt teilweise. Einmal eine Orb rein, dass die alle unterbrochen sind und dann halt versuchen reinzuehen, dass die hier quasi weggeratzt werden. So, da haben wir wieder den Hit. Hier habe ich meinen Goblin-Gleiter gezogen, bin fast tot. War schon relativ knapp. Ich habe noch keinen großen CD, glaube ich, raus. Doch einen, den habe ich zur quasi als Panic-Button einmal gedrückt gehabt. Eine kleine Randinformation. Diese Höllenbestien, die ihr hier seht, ne? Die spawnen in der letzten Phase nicht mehr nach. In der ersten Phase, umso länger ihr braucht, umso mehr Höllenbestien habt ihr quasi. Heißt, wenn ihr die erste Phase extrem schnell durchmacht, habt ihr in der zweiten Phase vielleicht nur eine, zwei Höllenbestien, drei Höllenbestien, wenn ihr länger braucht, vier, fünf und dann wird es schwierig. Ne? Also solltet ihr gucken, dass ihr in der ersten Phase möglichst schnell seid, dass ihr euch in der letzten Phase leichter habt. Die spawnen, wie gesagt, nicht mehr nach in der letzten Phase, aber alle paar Sekunden beleben sich die wieder, die in der ersten Phase quasi gespawnt sind. Heißt, macht euch das einen Ticken leichter, wenn ihr halt in der ersten Phase Druck bringt. So, ihr seht, mein Boss hat jetzt nur noch 8% live. Ich habe nur zwei Stacks drauf. Ich habe hier relativ gut Schaden in der zweiten Phase reingehauen. Wenn ihr ein bisschen weniger Schaden habt, müsst ihr halt mit den CDs ein bisschen rotieren. Was ich euch empfehlen kann, der erste Hit müsste mit Marktzerfetzer eigentlich easy abfangbar sein. Den zweiten Hit kriegt ihr vielleicht auch noch mit dem Markverfetzer weg. Den dritten Hit, da könnt ihr dann euch überlegen, ob ihr Vampirblut noch zusätzlich zieht, plus quasi die Active Mitigation. Beim dritten dann quasi wieder Active Mitigation plus eisige Gegenwehr. Und dann wird es halt schon langsam knapp mit Cooldowns. Wenn ihr noch länger braucht, dann könnt ihr eventuell noch mit Fegefeuer spielen. Es gibt auch noch mal einen extra Trinket, ich glaube auf Nasria, wo ihr auch noch einen Free Death habt. Im Normalfall solltet ihr den Boss aber vorher töten können und dann braucht ihr das Ganze nicht. Ich habe jetzt den einen Cooldown hier Vampirblut schon vorher gezogen, weil ich von der Plattform gekickt wurde, die ganzen Ads kamen und ich schon low war. Das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen quasi verfrüht das Ganze, weil sonst wäre ich halt abgenippelt, ne? Ihr seht, hier haben wir diese Void-Flächen, die setzt ihr auch noch, da solltet ihr halt rausgehen, da werdet ihr auch noch ein bisschen geslowt, also das ist dann teilweise auch tricky, wenn ihr dann einen Haufen von den Höllenbestien habt, die euch noch kicken. Jetzt kommt nochmal der nächste Hit
Und da habe ich es verkackt. Ich Kack-Noob, habe meine Active Mitigation nicht mal gezogen. Kein eisige Gegenwehr. Ich habe das ganze Cooldown sind offen, Pot ist auch noch offen und habe mich wegschnetzeln lassen. Aber der Boss ist tot. Selbst wenn ihr Boss nur 1-2% habt, die Challenge ist erst gefailt, wenn eure NPC sterben. Natürlich tankt jetzt keiner mehr das weg, aber ich habe gerade in dem Moment den Boss getötet, NPCs leben, easy, Challenge ist geschafft. Also lief da nicht raus, wartet ein paar Sekunden, bis die NPCs den dann getötet haben. Bisschen was halten die aus. Seht ihr, da habe ich 13k gefressen, weil ich kein Dev-CD gezogen habe, war dumm von mir. Und dann habt ihr quasi die Challenge trotzdem geschafft. Ne? Ich hatte das, glaube ich, mit meinem Druid, ihr seht, da kommt das Achievement, mit meinem Druid sogar 3% noch über am Ende und die NPCs haben den runtergeklopft. Ne? Die sind nicht überstark, also die soloen euch den Kampf nicht komplett, aber ein paar 1-2% kriegen die schon runtergehauen, bevor sie sterben. Ne? Also das passt. Dann nicht rausliefen, dann kriegt ihr trotzdem quasi das Achievement und damit dann euer T-Mog-Set. Gut, das war es eigentlich dann soweit von den Sachen, die ich euch sagen kann. Nochmal zu kleinen Abschluss soll erwähnt sein, ich bin kein Main-DK-Tank-Spieler, ich spiele Guardian als Main und mittlerweile, wie gesagt, 25 Challenges gemacht, auch die allermeisten davor gar keine Ahnung gehabt, was die Klassen können, deswegen würde ich auch nicht behaupten, dass meine Rota, die ich jetzt hier gespielt habe, perfekt oder gut war, aber es ging tatsächlich mit meiner Spielweise auch, den Boss zu töten, deswegen glaube ich, ihr kriegt es auch hin, fuchst euch ein bisschen rein, braucht ein paar Tries, denke ich, wie ich auch und ja, dann kommt man immer ein bisschen weiter und dann muss man halt ein bisschen in der letzten Phase gucken, wie man hinkommt und dann kriegt ihr bestimmt auch den Kill hin. Ich drücke auf jeden Fall euch die Daumen und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch viel Erfolg, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.